Bevor wir uns die Füllhalter im Einzelnen angucken, lassen Sie uns betrachten, was ein Schulfüller von einem normalen Füller oder eben von anderen Füllertypen unterscheidet. Bevor wir uns den eigentlichen typischen Schulfüllern zuwenden, Schulfüller müssen aber nicht so aussehen, sondern wir gucken uns das einfach mal an. Hier haben wir praktisch drei baugleiche Füllhalter, wenn man von den unterschiedlichen Kappen absieht. Dieses ist das Modell Schulfüller, dies ist das Modell Kalligraphiefüller und hier haben wir einen Füller mit einer flexiblen Feder. Ich habe einfach mal drei Modelle aus meiner eigenen Werkstatt genommen, damit alle gleich in der Hand liegen. Und wir gucken uns mal an, wie unterschiedlich diese Füllhalter schreiben. Da die meisten Schüler entweder ihren Namen schreiben, wenn sie einen Füllhalter ausprobieren, oder das Wort Hallo, nehmen wir hier mal das Wort Hallo. Jetzt also der typische Schulfüller. Wir sehen die Striche in senkrechter und waagrechter Richtung sind ungefähr gleich stark. Die Feder läuft, wir sehen es hier, in einer Kugel aus, die aus einem härteren Material meistens Iridium ist und deswegen das Gleiten über das Papier erleichtert. Außerdem sind diese Füller wenig flexibel. Wir gucken uns nochmal an, die Spitze des Füllhalters. Wir sehen, das Ganze läuft in einer Kugel aus. Das ist also die typische Schulfüllerfeder. Jetzt praktisch der gleiche Füllhalter, aber mit einer Kalligraphiefeder. Wir nehmen wieder das Wort Hallo. Und Sie sehen, die Striche variieren. Die Feder ist zwar auch nicht sehr flexibel, also Druck bringt keine wesentliche Veränderung des Schriftbildes, aber wir sehen, die Schriftzüge variieren ohne Dazutun praktisch durch die Form der Feder. Sie sehen, diese Feder ist vorne gerade. Hier haben wir eine in 1,5 mm Breite. Und wir kommen zur Spitzfeder. Man sieht, sie verdient wirklich ihren Namen. Und wir gucken uns einmal an, wie diese Feder schreibt. Wir sehen also, das ist mit wenig Druck. Jetzt mit starkem Druck. Wir sehen also, die Feder reagiert extrem auf Druck. Wir sehen, diese Strichvariation haben wir weder mit dieser Feder hier, noch, wo steckt er, noch mit dieser Feder. Wir sehen also, diese typische Schulfüllerfeder ist praktisch eine Feder für den täglichen Gebrauch. Sie sehen allein hier diese Feder hier, die Tintenmenge, die die verbraucht, das ist also nicht für den täglichen Gebrauch. Dieses ist praktisch die Feder für den täglichen Gebrauch und für die Schule, aber wie gesagt, damit geht es erst los, wenn man interessant schreiben will, dann braucht man also entweder die
Kalligraphiefeder oder die flexible Feder.